Herzlich willkommen hier in Thüringen zu einer weiteren Folge LS 19. Heute machen wir ein bisschen Holz und ein bisschen Stoppenfräsen und ein paar Balken ausziehen. Ja, viel Spaß! Stichwort und du? Ich mache gerade ein bisschen im Wald sauber. Aha. Bei mir aber nicht, ne? Nee. Ständig fräsen immer noch hier die Stumpen. Muss ich alleine arbeiten hier. Macht aber nichts. Ja, das ist heute Folge Nummer 5. Bis 1 Uhr ungefähr schätze ich mal durch mit dem Pflichtprogramm. Ja, nächste Woche Spätschicht, ne? Ja gut, dann braucht man nicht aufstehen. Ja doch, später halt, ne? Aufstehen müssen wir immer, ja, aber... Aber später, ja. Nicht so früh, ja. Ja, das mache ich auch nicht, aber irgendwo, wenn er muss, dann muss er, ne? Das hilft nichts. Ne? Gibt ja noch die Methode Ladegerät und Schaltuhr und dann an die Füße anlehnen. 12 Volt. Kurze Stromstöße, dann bist du gleich wach. Oder ein Eimer Wasser. Ja, das ist ungünstig jedes Mal, wenn du es trocken kriegen willst, ne? Ja. Ich weiß, ich hatte heute irgendwo mal Videos geschaut und da kam eine Werbung von Weidezaungerät hier, Strom. Ich weiß gar nicht, wie sie darauf kommen. Ob LS vielleicht, kann sein, aber... Ach so, ja, ich kriege auch bei so Landwirtschaftsvideos vorgeschlagen. Ein kleines Stromgerät. Schon was Feines. Mal die Stumpen wegnehmen hier, dann können wir ein paar Balken herausziehen noch. So, wenn LKW gut durchkommen hier. So, nebenbei düngt er immer noch. Muss dann auch bald fertig sein. Können wir dann später auch die Erdemission annehmen? Ich habe ja noch Drescher im Hof, zwei Stück. Vielleicht gebe ich die beiden ab, verkaufe die und werde mir dafür so zwei große kaufen. Glas oder so. Die großen Felder sind schon rentabel. Ich habe ja gesehen, auf Feld Nummer 13 ist ja Raps drin. Feld 11 habe ich ja Hafer gemacht, das geht auch ganz gut. Und was war auf 10 drauf? Weißt du das auch schon? Auf 10? Na, weiß ich nicht auswendig. Du hast doch gedüngt. Ja, das dünge ich sogar, bin ich jetzt noch dabei. Na, ich schau gerade. Sonnenblumen. Oh, das lohnt sich auch. Weil du brauchst ja relativ wenig abfahren, ne?
Muss ich mal schauen, vielleicht mit Kurs Augen rein einfahren und dann geht das auf Zock. Halte ich mal alleine normalerweise. Und darf nur keine Fahrzeuge nehmen und den DLC. Der mag das nicht. Dann müssen wir mal warten, was Neues kommt, ein Patch oder sowas. Oder vielleicht mal eine neue Version von Crossplay. Das kann es auch sein. Aber da schaue ich mal die Woche. Weil ich so Montag schon einen Dienst mit habe oder Dienstag. Bei der Arbeit. Ah, da ist er. Im blauen Blitz. Immer bei der Arbeit, ja? Ja, ja. Immer fleißig, hat ein Kollege gesagt. Immer fleißig. Ich immer fleißig, du immer Arbeit. Ja, ja, hat einer gesagt, immer fleißig. Nee, nee, du immer fleißig. Aber, ich will nicht sagen faule Sau, aber hat sich auch die beste Arbeit ausgesucht. Ich mach mal Büroarbeit. Büroarbeit? Ja. Kistenkarten ausdrucken, abbuchen, also was. Naja, muss auch gemacht werden. Sowieso. Das war ja immer so ein Ding, da kam mal eine Stellvertretung, die das gemacht hat. Der hat gefroren im Büro, der war kalt. Ich habe geschwitzt hier blöd an meiner Arbeit und dann habe ich die Heizung ausgemacht. Er hat die wieder angemacht, weil er hat gefroren. Kaum war er weg, war die Heizung wieder aus. Ja, weil der Stapler fuhr rein, ging die Tür auf, kam die Kälte rein und draußen, ne? Und wenn du eine Nachtschicht dann gearbeitet hast, im Herbst oder so, im Winter, und draußen richtig kalt war, dann kann richtig kalt noch rein. Und wenn du noch Arbeit hast, wo du dich bewegen tust, da ist es schon eklig. Aber mir egal, da hätte ich Jacke anziehen können. Das stimmt, ja. Weil ich schütze sowieso mal ganz schnell, ne, bei der Arbeit oder das. Im Grunde brauche ich mich gar nicht bewegen, schon warm. Ich kann nächste Woche wieder Balkenbleche machen. Mit dem Kollegen Razzi. Du aber musst über laut sprechen mit dem, gell? Ja, der hört eh nichts, der ist taub. Der ist taub. Der ist fast taub, ja. Die hört nichts. Ich kann's erzählen, das ist egal. Der hört nichts. Aber er hat ja gesagt, geht ja bald in Rente. Er hat schon Bescheid. Dann ist aus, hat er gesagt, ist aus.
Ja, der war fast 40 Jahre an der Presse. Er hat ja noch die die Treueprämie hat er noch jedes Jahr. Die gibt es ja nicht mehr. Jahre, ja, das ist schon Wahnsinn. Ja, wenn du als Lehrling irgendwo richtig anfängst, frühzeitig, ne? Oder als ganz jung, dann geht das, ne? Aber wenn du mehrere Jahre wechseln musstest, schlecht. Ich habe nächstes Jahr auch 4 Jahre ab nächstes Jahr. Dieses Jahr noch September sind 3 und nächstes Jahr sind es dann 4. Da gibt es auch wieder 40 Euro oben drauf. Das lohnt sich auch. Christian hat Leasing gar nicht. Christian hat Leasing nur Stuhl rein, also der Lohnprinzip. Jetzt wäre es scheiße gewesen, auf dem Bau wäre es scheiße jetzt gewesen. Da wäre es gleich wieder weg gewesen. Arbeit zu Ende. Oder noch blöder, hätte gar nicht fahren können, wäre in Quarantäne gekommen. Beim Pendeln. Ja. Bin ja früher alle 4 Wochen gefahren nach Hause. Und wäre ich Quarantäne gekommen nach Deutschland und Quarantäne in Österreich. Hätte ich arbeiten können, wäre gar nicht machbar gewesen. Ich bin ja gespannt, was die machen im November, wenn die ersten Grippefälle kommen. Ja, dann geht derselbe Spaß wieder von vorne los, ne? Ja, ist aber dann hohlos, ne? Also das ganze Jahr haben sie bei der Grippe auch nichts gemacht, ne? Ich hätte einige gesagt, laut Statistik werden sie es gar nicht merken, weil es fällt ja nicht besonders auf, weil es ändert sich ja im Grunde nichts. Ob du nun an der Corona mitstirbst oder an Influenza, ist da völlig egal. Das Ergebnis ist das gleiche, weil die meisten sind ja in der Regel altersschwach, ne? Mhm. Und da ist das wurscht, ob das Ding nur Corona heißt oder Influenza. Wenn du da die entsprechende, naja, Medizin nicht hast, dann bist du fast tot, ne? Da hilft dir die Maske auch nichts, wenn du keine richtige hast, vor allen Dingen. Dann brauchst du schon eine richtige Maske. So, hier hat man jetzt diesen Balken rausziehen, ne? Dazu werden wir kurz aussteigen und mit der Winde die Winde anschalten. Oh, mein Düngerfahrzeug ist fertig. Siehst du das, oder? Und Dünger übrig. Mal probieren, ob das klappt mit Richtung Hof fahren. Das klappt. Feld 5 funktioniert, aber Feld 11 hat nicht funktioniert. So, jetzt brauche ich noch einen zweiten Traktor, um den Kalk zu holen. Jetzt brauche ich den anderen.
Den Deutz. Also den Überlader mal wiederholen. Das kann ich ja im Prinzip. Ja, kann ich Lager eintun. Hier muss ein bisschen Terraforming machen, ein bisschen malen, Straße und so. Hier ein bisschen angleichen. Blocking, das ist garantiert vom Hänger. Oder Kalk, keine Ahnung. Schau mal, ich fahr mal hin. Muss man eine Helmkamera haben. Das Spiel aufnehmen von der Ich-Perspektive. Ah, war da genau. Muss ich kalt aufflammen. So, liebe Schauer, das soll es dann auch für heute gewesen sein. Ich sage mal schönen Dank fürs Reinschauen. Dann sagt mal Tschüss und winke winke. Ciao, ciao. Bis dann. Tschüss. Tschüss.